Freunde der großen und kleinen Bahn, mit diesem Bild hatte ich diese Folge des Fremo-Treffens Rodgau bei Frankfurt schon angekündigt, und das ist eine Premiere auf meinem Kanal. Es soll heute mal um DB Epoche 3 gehen, wobei das sicher auch so ein bisschen 3-4 war. Ich weiß es nicht, ich habe jetzt die Kollegen auch nicht gefragt, inwieweit sie das so jetzt ernst genommen haben. Ja, hier nochmal ein Blick in die Halle, allerdings aus Sicht des Fremo 2-Arrangements. Na, dass man da mal so einen Eindruck hat. Es gab dort mehrere Hallen in einer. Wir haben also bloß zwei benutzt. Also die eine war die Jahreshauptversammlung, und in dieser hier standen, ja, war die Modellbahn zu finden. Hier mal noch ein Blick auf den Plan. Ich hatte das letzte Mal schon erwähnt. Epoche 2 hatte einen Abzweig, zwei Schattenbahnhöfe und einen Endbahnhof. Epoche 3 hatte zwei Abzweige, zwei Schattenbahnhöfe, zwei Endbahnhöfe und war auch ein kleines Stück länger, als das bei uns war. Wir machen auch hier mal einen kurzen Gang über das Arrangement. Wir beginnen hier an diesem Schattenbahnhof. War gerade eingeblendet. Ich habe es schon vergessen, wie er gerade hieß. Ja, hier haben wir es noch konventionell. Einen schön beleuchteten Tunnel. Da gibt es nachher noch ein schönes Bild, das ich da geschossen habe. Eine schöne Gestaltung. Auch wenn die Straße da irgendwo ins Nirgendwo geht. Und dann schauen wir uns mal an, was hier so alles geboten wird. Diverse Brücken, diverse schöne Gestaltung. Also kann man nicht meckern. Auch die Kollegen haben sich hier sehr große Mühe gegeben, was da so die Gestaltung ihrer Module angeht. Das kann sich, glaube ich, alles sehen lassen. Man sieht auch dann ein bisschen die verschiedenen Zeiten, das eben so ein bisschen aus, als hätte ich es begrast. Nee, habe ich nicht. Ich habe die Methode auch nicht erfunden. Ja, die Schilderchen haben mich ein bisschen verwirrt. Die kennzeichnen dann immer die Trennstellen zwischen den Boostern. Das sollte möglichst kein Zug stehen bleiben. Ich bin jetzt ja, über 20 Jahre im Fremo. Ich habe die erst hier gesehen, also ich weiß nicht, ob die anderen die Probleme nicht haben oder ob das jetzt hier, keine Ahnung, also ich weiß nicht. Das hat mich ein bisschen verwirrt. Dann haben wir hier den Bahnhof Nida. Über Vorbild kann ich mich jetzt nicht auslassen. Schöner großer Bahnhof, mit dem man ein bisschen was anfangen kann. War auch so ein bisschen Kreuzungspunkt zwischen. Ja, zwischen den einzelnen Strecken. Das ist auch nicht schlecht hier, dieses ganz schmale Modul. Da kann man ein bisschen besser runtertauchen. Gerade wenn man da so ein bisschen mit dem Rücken hat, ist das immer nicht so angenehm da unter den. Ja, immer das nächste Schildchen für die Boostertrennung. Dann kommen wir jetzt hier zum Bahnhof, der auch eine gewisse Epoche 2-Geschichte hat. Als wir unser erstes Treffen in Leipzig 2004 gemacht haben, war dieser Bahnhof da. Das ist der Bahnhof Mönchshof mit seinem Betreiber. Der hat uns da unterstützt. Ich muss allerdings im Nachhinein, das Treffen war gar nicht als Epoche 2-Treffen ausgeschrieben. Wir haben das eigentlich, also ich habe das damals ein bisschen komisch formuliert. Ich habe mich jetzt über meine eigenen Sätze amüsiert. Ich habe das alles so ein bisschen vage, so man könnte dies, man könnte jenes. Habe ich das so ein bisschen formuliert, was eigentlich untypisch ist für ein Fremo, ne? Also da gibt es ein Treffen und dann legt man vorher fest, was da zu passieren hat. Dafür organisiert man ja die Treffen. Na, dass man da so einen gewissen Rahmen vorgibt. Na, und den Rahmen, den gab es damals irgendwie nicht. Ja, das haben wir also erst im Laufe des Treffens beschlossen, dass wir da Epoche 2 machen. Ja, hier auch sehr schön vor dem Schattenbahnhof. Na, der wird dann immer so ein bisschen, also nicht immer, aber manchmal wird er eben so ein bisschen abgetarnt. Ne? Also wie man es auf der Heimatlage auch macht.
Also es geht irgendwo in den Tunnel rein und dahinter ist dann der Schattenbahnhof. Na, der hier auch, also ziemlich groß, ne, für zweigleisige Strecke ausgelegt. Also der hat schon ein bisschen was. Und was wir jetzt hier hinten haben, eine Drehscheibe, die also mit dieser Kurbel, die wir da sehen, da bedient wird. Die ist also nicht elektrisch, sondern man dreht an der Kurbel und hat dann, naja, die Drehscheibe. Ja, hier nochmal ein Blick auf der anderen, von der anderen Seite auf den Schattenbahnhof. Ja, das ist schon interessant. Hier steht ein Haufen noch Zeug rum. Dann haben wir hier eine der Nebenstrecken, die wir hier auch gleich noch ablaufen. Da vorne ist der Abzweig und hier, naja, ist noch nicht ganz zu Ende gestaltet, aber es ist schon weit fortgeschritten. Was so aus meiner Sicht so ein bisschen sensationell ist, ist das hier. Das ist auch so eine Entfeldbahnentladung. Ich hoffe, ich habe da noch ein paar Fotos gemacht, die es dann nachher noch zu sehen gibt. Weil hier die Kamera bzw. Handyführungsräume, mein Handy, mal wieder die Kamera, ist dann doch ein bisschen schnell. Ja, und hier das, dieser ganze Feldbahngleisanlage, also das hat mir sehr gefallen. Also das muss man mal so aus dem an sich schon relativ hohen Niveau, muss man das mal noch so ein bisschen herausheben. Also aus meiner Sicht. Ja, das ist dann so ein Modul, was man einsetzt normalerweise, wenn also da irgendwelche Landschaftsbrüche sind. Ist hier aber nicht, weil das sind zwei Flachmodule. Also die haben das hier schön zusammengezaubert und haben dann dieses Modul dann irgendwo dazwischen gesetzt. Aber es gibt ja verschiedene Normen im Frame, also die Module betreffend, und das passt eben. Also wir haben manchmal das Problem, dass halt nicht zusammenpasst, weil wir noch nicht so viele Module haben, und es gibt es ja auch noch nicht so lange. Wobei es auch bald, naja, wir haben auch mal 20 Jahre, also noch 2 Jahre hin. So, hier haben wir dann den Endbahnhof, der war eigentlich auch recht schön. Hier haben wir noch den Namen, Fürth-Odenwald. Also ich hätte mir die Namen nie gemerkt, ich habe zwar den Plan hier, aber muss ich mir dann hier irgendwelche Skizzen machen. Ja. Dann haben wir hier die andere Nebenstrecke. Hoffe ich, dass das jetzt ist. Mit Kreidach als Bahnhof hier im Bogen. Der war auch recht schön gestaltet. Dann habe ich hier mal kurz die Seite gewechselt, dass wir hier das noch ein bisschen besser sehen. Hier haben wir dann nochmal den Bahnhof, den ich eben erwähnt habe. Auch so schön dreidimensional, ne? Also nicht auf irgendeine Platte gebaut, sondern schön, wie sich das gehört. Und nicht gerade im Flachland unterwegs ist. Hier haben wir sogar ein Einschnittmodul, die sind jetzt nicht so häufig im Fremo. Und gleich gefolgt von einem Dammmodul. Dann haben wir hier einen Bahnhof. Ja, der auch so ein bisschen, naja, es ist immer Fremo Geschichte, Jukheim, weil hier eben, wenn ich mich nicht irre, waren hier sogar die 15 Grad Weichen verbaut. Also es sah alles sehr, sehr kleiner ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier hinkommt oder ob ich mich jetzt hier irre. So hat ja auch der Fremer mal angefangen, ne? Also mit irgendwelchen Rockoweichen, die dann irgendwann in den 80ern also neu und modern waren. Und ja, solche Module sind dann relativ selten zu sehen. Ich hoffe, dass ich jetzt den Bahnhofsbetreiber jetzt nicht unrecht tue, weil ich jetzt einfach den Bahnhof wieder verwechselt habe. Aber auf jeden Fall war es ja was da. Ja, der ist auch sehr schön, obwohl ich mir das immer so ein bisschen schwierig vorstelle, weil das immer so ein bisschen ist, als hat man seine Heimanlage aufs Treffen geschleppt. Weil der war sehr, sehr breit. Na, wir haben dann auch gleich hoffentlich den Namen, den ich hier hoffentlich gleich einblende.
Den habe ich nämlich jetzt auch nicht griffbereit. Ja, also wirklich sehr, sehr breit. Also das stelle ich mir auch für den Transport jetzt nicht so einfach vor. Na, hier haben wir noch den Namen Schöllkrippen. So, und ja, dann gibt es natürlich auch noch bewegte Züge. Die Bundesbahn V100 hier unterwegs mit ja, Übergabe oder Nahgüterzug. Ich habe da nicht auf die Fahrpläne geguckt. Ich habe mich da einfach nur auf die Lauer gelegt und dann da euch hier ein paar Bilder bieten zu können, ohne dass ich da jetzt hier drauf eingehe, also zum Beispiel auf die Lokbaureihe hier, ist so optisch bekannt, aber wenn ich jetzt genau sagen müsste, was es ist, habe ich da ein bisschen ein Problem. Übrigens auch bei den Wagen, das sind mir auch, das sieht so ein bisschen aus wie abnehmbarer Behälter, ne, würde ich jetzt mal tippen. Ich weiß auch nicht, was da geladen war, man sieht es jetzt hier auch nicht, es glänzt alles, vielleicht war es Kohle. Ja, dann natürlich für die Epoche diese, die V200, die da irgendwie nicht fehlen darf. Mit einem Zirkuszug, wo mich der Besitzer gebeten hat, ihm diese Sequenz zukommen zu lassen. Ich hoffe, dass ich es dann nicht vergesse. Da werde ich die mal noch extra herauskopieren. Rangierarbeiten im Mönchshof und unsere V200 ist wieder unterwegs. Ich glaube, hier ist die Bildfolge wieder verkehrt rum. Aber ich, das macht, glaube ich, nichts. Zirkuszug, glaube ich, die zweite. Ja, es war dann auch noch Zug hier mit irgendwie Deutsche Weinstraße und den habe ich aber, der war glaube ich nicht unterwegs, als ich gefilmt habe. Ja, die Kohleganzzüge sehen ja auch ein bisschen etwas anders aus. Obwohl solche Wagen ja in der Epoche 2 schon eingesetzt wurden, waren da aber nagelneu und dann wahrscheinlich auch eher in den 30ern unterwegs als bei uns 1928. Rungenwagen, Leerzug hinter einer 86, das ist ja der Dampflok, weiß ich wieder Bescheid. Und hier haben wir eine schöne Brücke. Ich hoffe, dass jetzt auch noch ein Zug kommt. Da ist er. Ja, auch hier ist eine 96 unterwegs. Wieder mit den OOT-Wagen, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das die Bundesbahnbezeichnung ist. Also ich habe mir das irgendwie so eingeprägt. Und unsere Baureihe 86 kommt hier wieder angefahren. Diesmal mit einem Personenzug. Mit DB-Umbauwagen, denke ich mal. Also auch aus dem, wie es zu DDR-Zeiten auch war, dass er praktisch aus den alten Länderbahnwagen dann die noch ein bisschen aufgearbeitet haben. Der hier übrigens ein schön gealterter Zug mit Silberling. Und das gleiche nochmal. Und wieder ein Finger vor der Kamera. Ja, das mache ich jetzt nicht rausschneiden wollen. Dann haben wir hier noch einen Schnellzug. Und eine Baureihe 52, die hier zurücksetzt. Das sieht aus, als ist es noch die originale Kriegslok. Und hier haben wir den Retter der Nebenbahn.
Ja, was hieß das Ding? Fackeltaxe? Im Westen, glaube ich, Blutblase, ne? Ich weiß nicht so richtig, oder war das auch eine Ostbezeichnung? Da bin ich jetzt leider nicht sehr fit. Und hier nochmal der Zug mit dem Silberling. Bei der Einfahrt in Nidda würde ich jetzt mal vermuten. Hier ist übrigens noch ein Kurswagen hinten dran, den man dann abgekuppelt hat. Ja, hier wieder Schienenbus. Die sich ja doch ziemlich ähnlich sahen in Ost und West. Aber sollte man weiter bauen auf zwei Achsen. Dann haben wir hier noch, das sieht mir so ein bisschen aus wie der Gruß der Epoche 4. Eine Lok, wo sogar dran stand, was es ist, aber ich habe die noch nie irgendwo im Modell oder im Original gesehen. Ölwagen mit Plane. Und unsere 86 bringt hier wieder fleißig einen Güterzug. Diesmal ein bisschen länger. Also noch länger, um nicht zu sagen ganz lang. Und der ist immer noch nicht zu Ende. Das ist doch mein Zug, oder? Ist kein Abräumzug gewesen. Ja, hier gab es im beleuchteten Tunnel, den sehen wir dann ganz am Schluss nochmal. Da habe ich noch ein schönes Foto gemacht. Und wir haben schon wieder unsere 86. Also ist der gleiche Zug wie eben. Die Bundesbahn V100 ist auch im Güterverkehr unterwegs. Ja, dann haben wir noch schönen Personenzug. Bei der Lok sage ich jetzt mal lieber nichts Falsches. Leider auch ein bisschen unscharf geworden, die Aufnahme. Ja, und das Ende unserer Videoaufnahmen. Ja, mal wieder den Retter der Nebenbahn hier im Einsatz. Und dann haben wir noch ganz viele Fotos. Um auch hier die Details des Arrangements mal noch etwas genauer zu betrachten. Im Video sieht man es ja meistens nicht, wenn man da sich irgendwie bewegt.
Es ist sehr viele Szenen, die hier auch sehr liebevoll gestaltet worden sind. Das haben wir im letzten Video auch beim In der Epoche 2 gesehen. Das ist dann vielleicht auch die eine oder andere Szene, die man für sich selber dann auch noch ja, nachnutzen kann. Hier ist auch wieder so ein Modul, wo man denkt, ich habe es bekrast. Nee, war ich nicht. Ich kenne den Besitzer gar nicht. Aber wie ich schon erwähnt habe, also es ist ich habe diese Methode ja auch auf irgendeiner Ausstellung habe ich das mal gesehen und dachte, ach schön, das könnte man so und so hinkriegen. Und dann habe ich das halt gemacht. Und ist das jetzt meine bevorzugte Begrasungsmethode? Ich habe dazu ja auch ein Video gemacht, was ihr auf meinem Kanal finden könnt. Ja, hier nochmal die schöne Beladung. Ruine wollte ich auch mal machen, aber das Modul, ich wollte eigentlich da so als einzelnen Stein das zusammensetzen, aber das Modul, auf dem ich das machen wollte, das habe ich mittlerweile abgegeben. Das war so ein Erdbahnmodul, die mache ich jetzt nicht mehr. Ich mache es nur noch nebenbei. Hier nochmal die Einfahrt vom Schattenbahnhof. Auch sehr schön gestaltet. Es waren ein bisschen viele Figuren unterwegs. Also da wäre wahrscheinlich weniger mehr gewesen, aber über die Gestaltung hier, das ist schon ein Highlight. Nochmal die schöne Drehscheibe mit der Handkurbel. Und hier die Ausfahrt des Schattenbahnhofes. Ja, es gibt schon immer was zu sehen. Es sind auch so viele Bilder, sehe ich jetzt gerade, das würde sich dann auch mal lohnen, da mal ein Album anzulegen und das mal anderweitig noch zu präsentieren, dass man sich das dann auch in Ruhe angucken kann, ist im Moment aber noch nicht fertig. Ja, das kann ich nur für die Zukunft versprechen, dass ich das mal mache. Wir sind übrigens immer noch bei den gleichen Modulen. Ja, wir sind ja nicht 5 Meter weiter gerückt, sondern da war sind so viele Details, dass wir hier eigentlich gar nicht fertig wird mit Fotografieren. Ja, Wasser war auch nicht schlecht gestaltet, ist also auch reine Farbe und das sah ein bisschen nach Raufasertapete aus unten drunter. Dann haben wir hier wieder den Bahnhof Mönchshof, den ich ja vorhin im Video genannt hatte. Das Bild kennen wir auch schon. Dann dieser riesige Bierkastenstapel, der hat mich da auch beeindruckt. Archäologische Ausgrabung hier, Bienen. Ja, auch eine sehr schöne Szene im Wald mit diversen Holzstapeln. Bahnhof Nida. Und die unverzichtbare Dreckecke mit Dixi-Klo. Gerade nochmal das Zughaltvermeiden-Schild, was natürlich den Betrachter dann irgendwie ein bisschen stört. Also das ist da plötzlich in der Landschaft irgendein Riesenschild steckt. Aber ja, die Kollegen haben schon was dabei gedacht.
Ja, dann haben wir hier noch einen wunderschönen Baum, den da eine fremde Kollegin gebaut hat über das Treffen. Ja, der kann sich doch sehen lassen, ne? Ja, Schweizer beim Bäume bauen, da fällt mir mindestens noch ein Name ein aus der Schweiz, der das auch schön kann, den ich hiermit grüßen möchte. Mit diesen Bildern sind wir schon fast am Ende des Videos angekommen. Ja, hier haben wir noch eine Lok, die ich auch noch nie gesehen habe, die mir auch überhaupt nichts sagt. Ja, die haben wir auch schon im Video gesehen, hier die Henschel-Lok. Und dann haben wir hier diesen Tunnel, der praktisch am Ende des einen Schattenbahnhofs war, der beleuchtet war und wo ich dann dieses Video hier gemacht habe, was mir besonders gefallen hat und mit dem ich mich für heute von euch verabschieden will. Das war also die, ja, das war es nun erstmal mit dem Treffen in Rottgau. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ihr habt schöne Bilder gesehen. Ihr habt schöne Züge fahren sehen und ihr habt vielleicht auch die eine oder andere Anregung bekommen, wie man vielleicht auch mal was nachbasteln könnte. Viel Spaß, schönen Abend und macht was draus.